Minztee. Zutaten: eine kleine Zitrone, 4 Stängel Minze, ein Stück frischer Ingwer, 1 Liter Wasser. So wird es gemacht. Als erstes 1 Liter Wasser im Wasserkocher oder auf dem Herd zum Kochen bringen. Dann die Zitronen waschen, längs halbieren und in Scheiben schneiden. Minztee waschen und die Minzblätter vom Stängel rupfen. Dann Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden. Alles zusammen in die Teekanne geben, mit heißem Wasser auffüllen, den Tee nur 5 Minuten ziehen lassen, dann die Zitrone, Minze und Ingwer herausnehmen, weil der Tee sonst bitter wird. Gefüllte Tomaten. Zutaten: Cocktailtomaten, Mini-Mozzarella-Kugeln, frischer Basilikum, 4 Esslöffel Olivenöl, 1,5 Teelöffel Salz und 1,5 Teelöffel Chiliflocken. So wird es gemacht. Tomaten, die wir aufschneiden und aushöhlen. Mozzarella-Kugeln und frische Basilikum. Als erstes wird das Basilikumblatt in die Tomaten gelegt und dann die Mozzarella-Kugeln in die Tomate gelegt. Die Marinade machen wir aus dem Kernhaus, Knoblauch, Chili, Flocken, Öl und Salz. Die Tomaten kommen bei 180 bis 200 Grad Umluft bei 15 Minuten in den Ofen. Sobald die Tomaten aus dem Ofen kommen, die Marinade darauf verteilen und servieren. Pita-Taschen mit Eisbergsalat. Zutaten: ein Eisbergsalat, eine Dose Mais, 4 Möhren, 150 Gramm Joghurt, 3,5% Fett, 150 Gramm saure Sahne, 5 Esslöffel Zitronensaft, 2 Esslöffel Agavendicksaft. Pita-Taschen zum Aufbacken. So wird es gemacht. Salat halbieren und den Strunk herausschneiden, dann die Hälften mit einem großen Messer eine feine Streifen schneiden. Die 4 Möhren schälen und an der groben Seite die Möhren raspeln. Gramm saure Sahne, 5 Esslöffel Zitronensaft und 2 Esslöffel Agavendicksaft. In einer kleinen Schüssel verrühren. Die Pita-Taschen müssen wir nach Aufbacken aufschneiden und dann erst das Dressing und dann das Mais-Möhren-Salat-Gemisch rein und dann nur noch servieren. Schichtdessert mit Erdbeeren. Zutaten: 1 Kilogramm Erdbeeren, 500 Gramm Magerquark, 150 Gramm Joghurt mit 1,8% Fett, Saft einer halben Orange, ein Paket Vanillezucker, ein Paket Cookies und Agavendicksaft. So wird es gemacht. Die Erdbeeren waschen und halbieren. Dann den Magerquark, Joghurt, Orangensaft und Vanillezucker in einer Schüssel zu einer Creme verrühren. Dann die Creme mit Agavendicksaft abschmecken, die Cookies in einem Gefrierbeutel mit dem Nudelholz zerbröseln, dann in der Glasschüssel abwechselnd die Erdbeercreme und Cookiebrösel schichten und zum Schluss noch mit Cookiebrösel garnieren. Trinkjoghurt. Zutaten: 1000 Gramm Naturjoghurt mit 1,5% Fettgehalt, 750 ml schwarzer Johannisbeersaft. So wird er gemacht. Als erstes müssen wir 750 ml Johannisbeerensaft in Messbecher abmessen. Dann den Joghurt dazugeben und gut durchrühren.
Zitronenwasser. Zutaten: 3 Zitronen, 1 Liter Mineralwasser, 2 bis 3 Blätter Zitronenmelisse. So wird es gemacht. Für das Zitronenwasser müssen wir 3 Zitronen halbieren und die 5 Hälften auspressen. Die Zitronenscheiben, die übrig geblieben sind, in dünne Scheiben schneiden und ebenfalls in den Messbecher geben. Die Melissenblätter in den Messbecher geben und mit dem 1 Liter Mineralwasser aufgießen.